Juhu, hier gibt es auch einen Spielplatz. Mal gucken, es funktioniert. Ah ja, eher doch für die kleineren Besucher in der Buchhandlung Otto. Aber man kann sich hier schön hinsetzen und ein bisschen schmökern. Zum Beispiel in diesem Buch hier, Traurig, Maulig, Quietschvergnügt. Geschichten von kleinen und großen Gefühlen. Christine Lückel ist die Herausgeberin und hat Geschichten gesammelt, in denen es um Gefühle von Kindern geht. Aus Kindersicht auch beschrieben. Angst, Neid, Eifersucht, die ganze Palette, die Kinder empfinden und um die sie sich kümmert. Mit schönen Bildern von Naeko Ishida sind die Geschichten vorzulesen, sind längere Passagen, also macht es Sinn, gerade für kleinere Kinder die vorzulesen. Viel Text, schöne Bilder und der Inhalt ist nicht nur für kleine Kinder, sondern auch für große Kinder. Und wenn ich große Kinder sage, dann meine ich auch Erwachsene, denn die müssen sich ja auch reinfinden in die Gefühlswelt der Kinder, die Gefühle empfinden, aber die gar nicht immer so benennen können. Wie fühlt es sich an, wenn eine gute Freundin auf einmal sagt, ich will nicht mehr deine Freundin sein? Wie fühlt es sich an, wenn man eifersüchtig ist auf das Spielzeug der anderen Kinder? Oder wenn man Angst hat, weil man verloren gegangen ist und kein bekanntes Gesicht mehr sieht? Traurig, maulig, quietschvergnügt. Ein schönes Buch für kleine und große Kinder, erschienen im Kaufmann Verlag.